Moin Moin, ich grüße euch zum ersten Video im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt gut reingefeiert. Und ja, mein erstes Abenteuer in diesem Jahr beginnt mit einem Testlauf bei übrigens idealen Witterungsverhältnissen. Es herrscht nämlich gerade Nieselregen. Ja, aber es ist trotzdem relativ warm für diese Jahreszeit. Naja. Wie jetzt gerade schon erwähnt, ich möchte jetzt einen kleinen Test machen. Und zwar habe ich mir über die Feiertage was gegönnt. Und zwar ein Dachzelt. Und wie sich das handhaben lässt, was die Vor- und Nachteile von dem Ding sind und ob das eine gute Investition war, das erfahrt ihr in diesem Video. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Bevor ich euch jetzt das Dachzelt komplett zeige, gilt es erst einmal, einen Parkplatz bzw. einen Stellplatz zu finden, wo ich das Zelt relativ gut aufbauen kann und es in Ruhe ausprobieren kann. Dafür habe ich mir die letzten Tage mal einen Kopf gemacht und hier die vier besten, also die meiner Ansicht nach gut sein könnten, die besten rausgesucht. Und ich würde sagen, wir steuern gleich den ersten hier an. Ich hoffe, ihr kennt's. Genau, den steuern wir mal an und ich melde mich, wenn ich dort angekommen bin. Den ersten Parkplatz habe ich erreicht. Aber ich denke mal, ich werde hier relativ schnell weiterfahren. Zum einen da hinten, ihr habt es gerade gesehen, mitten an der Hauptstraße. Hier ist die Bergwacht direkt und viele Leute, die hier wohnen. Ich bevorzuge eher einen Parkplatz, wo man seine Ruhe hat. Mir sagt der Parkplatz jetzt nicht sonderlich zu. Also, gucken wir mal zum nächsten Parkplatz. Vielleicht ist der ein bisschen angenehmer. An Parkplatz Nummer 2 angekommen. Hier ist es auf jeden Fall schon mal ein bisschen ruhiger. Und man hat hier sogar eine Möglichkeit, sich unterzustellen. Ja, und hier direkt an der Staumauer von der Talsperre Leibis. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Parkplatz, der in die engere Wahl kommen würde. Hier hat man es relativ ruhig, aber wir haben jetzt noch zwei Parkplätze und die würde ich sagen, gucken wir uns auch noch mal an. Vorletzter Parkplatz. Also von der Aussicht her ganz klarer Favorit bis jetzt. Also hier definitiv hat man auf jeden Fall einen schönen Platz. Nur nicht sonderlich eben hier. Aber gut, das wäre jetzt nicht so das Problem. So. Man hat eine relativ gute Aussicht, zumindest in diese Richtung. Dann hat man hier auch auf jeden Fall noch Sitzmöglichkeiten. Ja, also den Platz hier würde ich auf jeden Fall eher zu meinen Favoriten zählen als der Platz an der Talsperre. Aber einen Parkplatz haben wir ja noch und den würde ich mir jetzt auch nochmal angucken. Ich glaube sogar, wenn ich das jetzt so auf den Bildern richtig gesehen habe, der letzte Parkplatz, wo wir jetzt hinfahren werden, ist sogar ein Parkplatz, wo es erlaubt ist zu übernachten sogar, also offiziell erlaubt. Ja, schauen wir mal und gucken es uns vor Ort mal an, ne? Und ich melde mich dann, wenn ich wieder dort bin. Vierte und letzte Parkplatz ist erreicht. Ich bin hier, ja, die Gebäude hier sind zwar zu, da sollten eigentlich Toiletten drin sein, aber gut. Hat sich wohl schon eine längere Zeit keiner mehr drum gekümmert. Da vorne habe ich auf jeden Fall an der Hütte ein Schild gesehen, wo drauf stand Caravan-Stellplatz. Deswegen denke ich mal, hier ist es erlaubt, definitiv erlaubt, mal eine Nacht zu verbringen. Und ich denke mal, einfach nur um das Dachzelt mal zu testen, wie es sich darin schlafen lässt und so, ist das hier trotzdem ein akzeptabler Stellplatz. Du hast eine relativ schöne Aussicht auf den Thüringer Wald.
Ja, da hinten sind ein paar Pferde unterwegs, also auch nicht ganz alleine. Tja, also ich würde sagen, bleiben wir halt hier, oder? Zeige ich euch mal, wie das Ding von innen aussieht. So, hat man hier doch reichlich Platz zum Pennen für doch, bestimmt 2-3 Leute. Hier hat man noch ein paar schöne Taschen, hier, da drüben, hier und dort. Da kann man auf jeden Fall noch Zeug unterbringen. Ja, hier oben hängen noch ein paar Schnüre gespannt, aber die sind dann mehr so für den Abbau wieder, damit sich hier der Stoff nach innen zieht, oder besser gesagt, damit die Gummis dann den Stoff nach innen ziehen beim Abbau. Ja, wie ihr sehen könnt, hier oben sind ein paar Häken, da kann man dann prima eine Zeltlampe oder so dranhängen oder Klamotten dranhängen. Ja, ein paar ordentlich viele Häken. Das ist jetzt so im Moment der erste Eindruck vom Zelt. Die Matte hier scheint auch relativ bequem zu sein. Und hier hat man auch nochmal 2 Tassen, wo man ein bisschen Zeug unterbringen kann. Einmal hier und einmal hier in der großen Tasse hat man Platz für Schuhe. Zeige ich euch dann später nochmal, wenn ich meine Schuhe reinschmeiße. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Natürlich kann man noch die ganzen Fenster hier, kann man natürlich auch aufmachen. Natürlich kann man auch oben drauf aufmachen. Also sprich, man hat, wenn alles offen ist, einen richtig schönen Rundumblick. Richtig schönes Panorama. Und ja, ich würde sagen, ich mache mal die ganzen Fenster ringsrum auf. Und dann seht ihr ja, wie das aussieht. Als erstes hier noch die ganzen
Gummibänder entfernen. Die stören dann trotzdem. Wie schon gesagt, hier überall sind Häken. Da kann man auch schön was dranhängen. Nun denn, machen wir mal die Fenster auf, wenn wir einen Reißverschluss finden. So. Ja, kann man, wenn das Wetter passen würde, könnte man hier theoretisch prima in die Sterne gucken. Aber ich glaube, mit Sterne gucken ist heute nicht viel. Aber gut. Ja, theoretisch könnte ich hier jetzt auch noch aufmachen, aber das spare ich mir jetzt. Dafür mache ich jetzt noch hier das Fenster auf. Also, jetzt hier rausguckt. Sagen wir mal so, hier leisten wir die Pferdegesellschaft. Naja. Gut. So, dann machen wir hier noch auf. Das ist hier quasi der Hintereingang, wo man später auch prima theoretisch, wenn man hier eine Leiter hätte, auch rauf und runter könnte. Oder wenn hier noch eine Fläche wäre, könnte man hier noch einen Gaskocher aufstellen, ohne dass man unbedingt das Zelt zwangsläufig verlassen muss. Jetzt wisst ihr, wie das Ding oben aussieht. Hier ist auch noch ein kleines eine kleine Besonderheit. Da ist hier so eine Art Netz, wo man auch noch prima Sachen verstauen könnte, wenn man das wollte. Hier ist noch so eine Art Spannschnur, genauso wie hier. Die sind dafür da, dass man dann hier die Leiter umklappen kann. Dann hängt sie nämlich da oben an der Decke, sage ich jetzt mal, oder am Boden. Und man kann hier prima einen Campingstuhl aufbauen und ja, man ist trotzdem relativ windgeschützt oder überhaupt vor Wetter geschützt. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit hier, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, hier ist ein Reißverschluss dran. Theoretisch wäre es möglich, noch für dieses Zelt hier noch eine Art Vorzelt zu besorgen. Aber gut, ich denke mal nicht, dass ich dafür Verwendung habe aktuell, weil für mich soll das Dachzelt einfach nur einen Zweck haben. Und zwar, ich war ja im letzten Jahr öfters mal unterwegs auf Lost Place Tour oder ähnliches, so mit Übernachtung irgendwo auf dem Parkplatz oder so, und habe dann immer im Kofferraum übernachtet. Ja, es ging, aber war jetzt nicht sonderlich bequem. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt in diesem Jahr öfters mal solche Touren mache, und ich denke mal, ich werde die eine oder andere Tour machen, dann einfach auf dem Parkplatz dann das Dachzelt aufgebaut und schon hat man einen richtig geilen Schlafplatz. Das ist so der Hauptgrund dafür, dass ich mir das Dachzelt geholt habe. Also sprich, nach einer längeren Tour irgendwo auf dem Parkplatz das Dachzelt aufgebaut, reingelegt, fertig. Vielleicht noch was. So, geil. So habe ich mir das jetzt vorgestellt. So, aber natürlich machen wir das Licht jetzt erstmal wieder aus. So dunkel ist es ja noch nicht. Ja. Also. Schlafsetup steht. Lampe hängt. Ja. Also dafür habe ich jetzt ungefähr knapp über 10 Minuten gebraucht, Viertelstunde. Aber ich denke mal, wie schon gesagt, wenn ich dann ein bisschen erfahrener damit bin, dass ich dann durchaus auch mal
in 5 Minuten das Ganze aufgebaut habe. So kann man sich reinlegen und pennen. Der größte Nachteil aktuell, den ich jetzt so habe, ist natürlich logischerweise, man hat auf jeden Fall einen höheren Benzinverbrauch, beziehungsweise in meinem Fall Dieselverbrauch. Also bevor ich immer tanken gewesen bin, bin ich ca. 550 Kilometer gefahren. Jetzt mit dem Dachzelt, das habe ich ja jetzt schon ein paar Tage, habe das jetzt zumindest vom Fahren her ausprobieren können. Jetzt mit dem Dachzelt komme ich circa noch 520, 530 Kilometer, also 20, 30 Kilometer weniger. Gut, muss dann jeder für sich selber entscheiden, ob er dann nicht doch lieber das Dachzelt nur drauf baut, wenn er es braucht. Weiterer Vorteil, dass das hier so übersteht. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber es regnet gerade. Und ja, wie ihr gesehen habt, ich habe hier die Highlighter nach oben geklappt. Und jetzt meinen Campingstuhl, den ich immer im Kofferraum habe übrigens. Mein Campingstuhl ausgepackt und ich sitze hier und werde schon mal nicht nass. Weil ich hier trotzdem relativ gut geschützt bin. Nachteil an dem Ganzen, was mir jetzt so gerade erst bewusst wird, das Zelt, das muss ja dann auch irgendwann mal wieder getrocknet werden. Weil man kann es ja jetzt nicht so nass wie es ist, dauerhaft von A nach B transportieren. Irgendwann fängt es mal das Schimmeln an. Ja, gut. Muss man halt einen trockenen Tag abwarten und mal das Zelt aufbauen. Nochmal komplett. Entweder man hat eine Möglichkeit, das irgendwie mal aufzustellen zu Hause oder auf irgendeinem Parkplatz in der Nähe, um es trocknen zu lassen zu können. Oder dann wird es eigentlich auch so ein bisschen schwierig. Also, so wie das Wetter gerade ist, der Meinung, ist das vielleicht doch gar nicht mal so eine schlechte Idee, so ein Vorzelt. Aber andererseits, wenn man jetzt nur vorhat, für eine Nacht irgendwo zu verweilen, weil man den ganzen Tag unterwegs war oder weil man einfach müde ist, weiß ich nicht, ob sich da ein Vorzelt extra lohnt. Ja, ich werde auf jeden Fall erstmal noch eine Weile Erfahrung damit sammeln. Und ich denke mal, ich werde mir auch überlegen, wie oft ich mir denke, jetzt ein Vorzelt, einfach nur um hier von dem Wind, der hier durchpfeift, ein bisschen geschützter zu sein. Ja, gerade wäre so ein Moment, wo ich mir denke, Vorzelt wäre schon irgendwie ganz geil. Aber gut. Ich habe heute auch das beste Wetter rausgesucht, um die erste Nacht in diesem Zelt hier zu verbringen, ne? So. Naja, ich werde hier nachher auf jeden Fall erstmal schön Essen kochen und ja, mal schauen, wie der Abend dann noch so verläuft. Viel wird heute auf jeden Fall nicht mehr passieren. Die Haken vom Zelt, die sind echt praktisch. Ich habe mir jetzt einen hier mit rausgenommen, hier an der Stange rangehängt. Schon. Hat man ideale Deckenleuchte. Cool. Naja, ich habe schon alles, was ich für mein Abendessen brauche, zurechtgelegt. Ja, steht schon alles bereit. Heute gibt es mal wieder ein Tactical Food Pack und heute gibt es Fleischsuppe. Ja, ah ja, mal schauen, wie die schmeckt. Race the
Essen ist fast fertig. Es muss jetzt noch mal 10 Minuten circa ziehen. Die Zeit nutze ich, um hier unten erstmal alles aufzuräumen. Ich denke mal, ich werde das Essen eine Etage weiter oben nehmen, weil oben ist es dann trotzdem auf jeden Fall eine Erfahrung. Die 10 Minuten Wartezeit sind jetzt auch vorbei. Ich habe mir hier aus meiner Schlafsackhülle eine Art Unterlage gebaut, dass, falls ich klecker, dass das wenigstens nicht gleich aufs Dachzelt geht. So, jetzt gucken wir mal, wie das Ganze schmeckt. Ja, aussehen tut's wie... Ja, so sieht das Ganze aus. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Wasser genommen. Naja. So. Naja, dann wollen wir mal probieren. Vielleicht schmeckt es ja besser, als es aussieht. Schmecken tut es schon mal. Also, da hatte ich schon mal eine schlechtere. Die Fleischsuppe war ganz okay. War echt nicht schlecht. Hat auch relativ gut satt gemacht jetzt. Ja, ich würde sagen, jetzt mache ich es mir in meinem Schlafsack gemütlich. Und ja, mal schauen. Entspann halt noch ein bisschen. Mal gucken, wie es mit dem Wind hier so weitergeht. Weil es raschelt ganz schön. Ja, naja, gut. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt in den Schlafsack machen. Und wenn heute nichts weiter Spektakuläres, Interessantes vorfällt in dieser Nacht, würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen früh wieder in aller Frische. Bis dahin, gute Nacht. So in etwa fühlt sich ein Erdbeben an. Oh, man merkt ja halt wieder richtig, wie der Wind durchgeht. Es geht schon eine ganze Weile so. Ich sag's mal so, ja, der einzige Vorteil ist, das Zelt dürfte jetzt von außen trocken sein, nachdem es so geregnet hat bei dem Wind. Ich weiß halt nicht. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier bleiben sollte, wird diese Nacht alles andere als erholsam. Wenn es die ganze Nacht so weitergeht. Guten Morgen. Ja. Ich sehe total beschissen aus. Naja, ja, die Linse beschlägt immer zu. So, naja, ich sehe total beschissen aus. Haben wir ja schon festgestellt. Ja, draußen wird es auch wieder hell. Die Nacht war jetzt nicht sonderlich entspannt, weil es hat die ganze Nacht gestürmt. Aber, naja, kann sagen, Wind hält das Dachzelt auf jeden Fall aus. Ja, ich würde sagen, ich räume jetzt erstmal hier meinen ganzen Müll hier auf. Ne? Und wenn das geschehen ist, klappe ich das Dachzelt wieder ein. Und dann kommen wir zum Fazit des Ganzen. Ein paar Tage nach meiner Übernachtung im Dachzelt, oder beziehungsweise nach meiner ersten Übernachtung im Dachzelt, bin ich wieder zurück. Ihr seht, das Dachzelt ist aufgebaut. Das habe ich jetzt hier auf dem Schließhausplatz mal
aufgestellt, damit es mal anständig wieder trocknen kann. Weil hat ja trotzdem ordentlich geregnet in der einen Nacht. Ja, also jetzt hier Fazit, endgültiges Fazit für mich. Also an und für sich ist das Dachzelt schon eine geile Investition, also für meine Verhältnisse, da ich ja trotzdem vorhab, öfters mal auf Wochenendtrips oder Lost Place Touren zu gehen, die halt über mehrere Tage gehen. Und ich denke mal, dafür lohnt sich das Dachzelt. Ein Nachteil ist, man hat halt auf jeden Fall einen höheren Spritverbrauch. Aber ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Nicht auf jedem Auto kann man ein Dachzelt bauen, weil da gibt es verschiedene Vorgaben. Und dieses Dachzelt, also so wie es jetzt hier steht, das wiegt 70 Kilo circa. Und ja, das Dach hat eine Dachlast, so nennt sich das, von 75 Kilo. Jetzt werden halt einige sagen, 75 Kilo, ich selbst wiege ja schon, keine Ahnung, 70. Ja, habe ich anfangs auch gedacht, aber es ist wirklich nur auf während der Fahrt bezogen. Also so ein Dach hält im Stand wesentlich mehr aus. Also ist da diesbezüglich kein Problem. Weiterer Nachteil ist jetzt, wie ihr hier seht, ich kann das nicht mal eben an einer Wäscheleine aufhängen, sondern muss das schon irgendwo, wenn es mal trocken ist, so wie heute, oder wenn man die Möglichkeit hat, das abbauen und irgendwo in den trockenen Raum ausbreiten, für das draufhieven auf dem Dach oder wieder runterhieven, wenn man es mal nicht braucht. Ja, dafür brauchst du schon vier Mann, vier Ecken, mindestens. Also wir haben, wo wir es draufgewuchtet haben, waren wir zu viert. Ja, und zusammenbauen muss, ein bisschen was zusammenbauen muss man ja auch noch, weil das kriegst du jetzt nicht sofort fertig geliefert. Ist schon ein kleiner Baukasten, aber es geht. Wenn man zu dritt oder zu viert ist, kein Problem. Ein weiterer Nachteil sind die Kosten, da das ja trotzdem ein riesiges Paket ist, weil wie es geliefert wird und nicht mal eben mit der Post verschickt werden kann, wird das ja auch mit Spedition geliefert. Und ja, das ganze Zelt, so wie es jetzt hier zu sehen ist, mit Spedition, also mit Versand, hat mich jetzt circa 2500 Euro gekostet, aufgerundet. Es war nicht ganz so teuer, aber ja, das ist jetzt so eines der Mittelklasse-Zelte, sage ich jetzt mal, von der Preislage her. Es gibt auch noch welche, die wesentlich teurer sind, aber auch welche, die billiger sind. Aber ja, gut, muss jeder für sich selber wissen, ne? Ich kann jetzt nur für das Zelt reden. Ich bin auf jeden Fall jetzt sehr zufrieden mit dem Zelt. Ich habe da doch relativ gut drin schlafen können, auch wenn die Nacht alles andere als bequem war. Aber hat man es wenigstens gleich mal testen können bei weniger guten Wetterlagen, was eigentlich auch nicht schlecht ist, weil bei schönem Wetter kann ja bekanntlich jeder. Wenn ihr dazu noch was wissen wollt oder wenn ihr noch was dazu hinzuzufügen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Testbericht bzw. Erfahrungsbericht gefallen. Ja, ich lasse das jetzt noch ein bisschen trocknen, warte dabei noch ein bisschen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, Abo nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.